So, meine Damen und Herren, wir singen also unsere Nationalhymne. Schön ist es, auf der Welt zu sein. Bitte zur Fahnenzeremonie die Musik. Mit eigener Hymne und einem gut gelaunten Publikum konnte bei dieser Abschlusspräsentation der Asphalthelden in Darmstadt eigentlich nicht mehr viel schiefgehen. Am Johannisplatz hatten die Straßenkünstler zum großen Finale eingeladen, nachdem sie es in den Tagen zuvor darauf angelegt hatten, mit den Anwohnern des neu gestalteten Platzes in regen Kontakt zu kommen. Wir haben den Platz praktisch okkupiert in Anspruch genommen. Wir haben ausgelotet, wie weit wir hier gehen können. Sie haben ja gesehen, dass wir einen Rundgang gemacht haben zu den verschiedenen Sehenswürdigkeiten hier am Platz. Und die Anwohner hatten das schon sehr lebendig aufgenommen. Sie haben uns Kaffee gebracht, sie haben uns unterstützt und waren heute Abend auch zahlreich hier erschienen für die Abschlussaufführung. Unternehmungslustig hatten sich die Anwohner zuvor in Bewegung gesetzt, um ihre Wohngegend und vor allem um den Johannisplatz neu zu entdecken. Die Straßenkünstler, die Rainer Bauer dafür aus Bremen, Straßburg und dem Rheinland eingeladen hatte, halfen ihnen dabei. Erstmal, was siehst du notieren an diese Ladung? Und auch einem Glascontainer lässt sich auf diese Weise ganz neues Leben einhauchen. Sind zwei, stopp, bitte nicht rein, Gläser. Flachglas, alles was zerbrechlich ist, weil da wohnen Leute. Bitte auch keine Porzellan, sie haben schon. Im nächsten Jahr sollen aus den 3 Tagen sogar ganze 3 Wochen werden. 20 Tage lang Nonstop-Straßentheater sind dann geplant, passend zum 20-jährigen Bestehen der Szene in Darmstadt, die ziemlich aktiv ist. Das liegt an Darmstadt selbst, an der Kulturpolitik, die hier gemacht wird. Es liegt hier an den Leuten, die ihr Theater mögen, sowohl das Staatstheater als auch die freie Theaterszene, die hier sehr rege ist und die auch von der Wissenschaftsstadt Darmstadt unterstützt wird. Mit Veranstaltungen unter freiem Himmel ist für die kommenden Monate zwar erstmal Schluss, doch dieser Flitzer von Künstler Knecke aus Bremen fährt nicht in die Garage zum Überwintern. Er macht sich schon mal auf zur nächsten Veranstaltung. Und die Termine dafür, die gibt es auch im Internet.